Ziel ist erfüllt. Von mir aus könnte der Tag jetzt auch wieder vorbei sein eigentlich. Ballern. Gut ist, dann starten wir den Fahrtag mal mit etwas reduziertem Gepäck. Der Plan ist es, aufs Nassfeld zu fahren. Schauen wir mal, ob wir das wirklich schaffen. Würde mich freuen, auch ein bisschen italienischen Asphalt zu berühren. Aber man weiß ja nie, was passiert. Jetzt das Ganze, das ist der Loser. Schöner Berg, Hausberg. So, jetzt das Ganze nochmal aus dem Helm. Auf geht's, wir starten den Fahrtag um 10. Nicht schlecht. Was war das? Neutral. Und unser heutiges Ziel wäre das Nassfeld, beziehungsweise auch die italienische Seite auf der anderen Seite. Das war jetzt schön gesagt. Bis dato fühle ich mich sehr gut. Nach gestern kann ich mich über keine Beschwerden beklagen. Soweit habe ich auch ausreichend geschlafen. Wirklich viel. 8 Stunden, um mich auf den heutigen Tag möglichst gut vorzubereiten. Aber die gestrigen knapp 400 Kilometer waren eigentlich kein großes Thema. Schauen wir mal, wie viel es heute werden. Wir hören uns dann ein wenig später wieder. Hoppala! Jetzt doch auf der Kleinen. Habe ich mich gerade nach dem morgendlichen Tankstopp, weil gestern 3 von uns 4 zu blöd waren, am Ende des Tages aufzufüllen, habe ich mich nach dem morgendlichen Tankstopp jetzt doch für die 401 entschieden. Zumindest für den Tagesbeginn. Da ist der Hintern noch frisch. Nein, in Wahrheit macht es keinen großen Unterschied. Ich habe eh schon gestern darüber gesprochen. Magst du vorfahren? Ich weiß nicht, ob er weiß, wie wir fahren müssen. Ja, das ist natürlich die Gefahr, die besteht, wenn man im April in Österreich Motorrad fahren geht. Da sind viele der Pässe noch wegen Schneefall gesperrt. Also nicht wegen Schneefall, sondern weil noch zu viel Schnee liegt aus dem Winter. Und da wollten einen Zeltpass fahren, haben uns vorher nicht informiert. Und jetzt haben wir erfahren, dass er noch gesperrt ist. Und ja, jetzt müssen wir leider ein ziemlich langes, mühsames Stück Bundesstraße fahren. La 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 la. Langweilig. Ja, Tija in seiner ganzen Pracht mit einem wunderschönen Sticker links hinten. So, der Thomas hat jetzt unverhofft eine andere Route, als ich gedacht habe, eingeschlagen, und zwar eine kurvige. Ich glaube nicht, dass uns die schneller oder besser an unser Ziel, Etappenziel führt, aber mir soll es recht sein. Rutschig ist es aber ein bisschen hier. Das habe ich jetzt dem Stefan auch gedeutet. Ich hoffe, er hat es verstanden. Ah, man spürt, dass das Vorderrad ein bisschen tänzelt. Und das ist eben auch das Schöne an dieser Wittbillen in klein und groß, dass man da das so deutlich verspürt. Na, da ist wirklich rutschig.
Aber besser ein paar rutschige Kurven als gar keine Kurven. So, die Häuser hier versperren euch die Sicht auf den Dachstein. Die Südseite des Dachsteins, wie der Thomas gerade schön gesagt hat. Vielleicht kriegen wir jetzt einen freien Blick darauf. Ja, das schaut nicht schlecht aus. Na bitte. Es ist schon ein stolzer und schöner Berg. Inklusive Gletscher, aber der ist, glaube ich, auf der anderen Seite. Okay, zu spät drauf gedrückt, so ein schönes Haus. Dann nochmal den Dachstein. Ich schaue übrigens nach vorne, während ich da zur Seite schwenke, nur damit ihr das wisst. Ist auf Dauer aber ein bisschen anstrengend für die Augen. Ah. Eine kurze Feedback-Unterbrechung. Daumen hoch, wenn euch diese Art von Videos gefallen. Daumen runter, wenn nicht. Dann möchte ich aber auch bitte einen Kommentar haben, was euch daran nicht gefällt. Könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen und mir sagen, was euch daran gefällt, falls es das tut. Danke vielmals. Herzlich willkommen in Obertown. Warte, jetzt riecht der Reifen wieder. Leichtes Greening am Hinterreifen. Minimal. Ist das geil. Ich weiß nicht, ob man... Jetzt sieht man gerade keine, aber... Da war echt gerade noch ein Skifahrer unterwegs. Ich meine, hier ist es ein bisschen kühler, aber im Tal haben wir 25 heute Spitze. 29 Grad und hier fahren die Leute noch Ski. Sensationell. Das ist Obertauern, wo wir uns gerade befinden. Für alle, die nicht ganz so vertraut sind mit den österreichischen Skibastionen. Ja, wir sind jetzt da einen schönen Umweg gefahren. Schön nicht im Sinne von groß, also ja, schon noch ein langer Umweg, aber ein wirklich schöner Umweg. Hat uns ein paar zusätzliche Kurven beschert. Aber jetzt sind wir wieder auf einer Etappe, wo es heißt, Meter zu machen. Und so wie wir das bei der letzten Pause, die wir kurz gemacht haben, besprochen haben, scheint es so, als ob wir heute einen besonders langen Tag vor uns haben.
Da sieht man schon, ein ganz wichtiger taktischer Stopp, nicht nur Sprit für die Motorräder, sondern auch Sprit für uns. Stefan! Danke! Also ich prophezeie, dass wir heute nicht beim Tageslicht nach Hause kommen. Jetzt hat man das sicher nicht gehört, weil der Tag so durchspielt. Was das heißt du? Ich sage, dass wir heute nicht mehr im Tageslicht nach Hause kommen. Schaffen wir nicht. Sicher nicht. Aber es wäre nicht das erste Mal. Es ist nicht so schlimm, nicht so schlimm. Solange der Tommy ab und zu sein Eis kriegt. Da ist die Welt in Ordnung. So, zurück im Sattel der 701. Das erste Mal am heutigen Tag. Ein bisschen freuen tue ich mich da schon darüber, weil einfach, ich habe es schon mehrfach erwähnt, die hat natürlich das viel bessere Fahrwerk und das sorgt dann auch für ein bisschen mehr Komfort, wenn die Straßenbeläge weniger gut sind. Wir haben jetzt noch lange nicht Halbzeit, obwohl der Tag schon Halbzeit hat. Wir haben viel vor, nicht nur italienischen Boden berühren, sondern dann auch noch einen gigantischen Umweg nach Hause in Kauf nehmen. Prinzipiell habt ihr da beim Video schauen ja schon einen entscheidenden Vorteil. Diese ganzen Stücke, die wir hier machen müssen und die ich übrigens seit geraumer Zeit, die wir seit geraumer Zeit durchfahren müssen, die seht ihr im Video nicht. Im Video seht ihr immer nur die besten Szenen und Momente. Aber das gehört halt leider zum Motorradfahren dazu. Die Verbindungsetappen. Das Problem an diesen Verbindungsetappen ist, dass man sich hier dann schwer von den Schmerzen ablenken kann, die im Hintern zum Beispiel schon vorhanden sind. Ich muss aber dazu sagen, dass ich nach wie vor sehr, sehr positiv überrascht bin. Also ich hätte eigentlich schon geglaubt, dass ich nach dem halben gestrigen Tag vom Moped fallen werde, aber das war überhaupt nicht der Fall. Und auch heute, wir sind jetzt sicher schon über 200 Tageskilometer gefahren. Noch fühle ich mich eigentlich sehr wohl. Während der Thomas versucht, den Blütenstaub festzuhalten, sind wir endlich am Nassfeld angekommen. Wir werden in Kürze italienischen Boden befahren, sehr zu meiner Freude. Ich werde direkt beim Italien-Schild stehen bleiben. Kannst du noch einmal? Ja. Kannst du noch einmal den Winkel kontrollieren, bitte? Aber erst. Also, wie du mit dem Ding mir nachheizt, der Wahnsinn. Passt doch.
Aha. Ah, da meine Handgelenke. Ja. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Ein paar Mal hat es mich fest durchbeilt, da bist du deppert. Ist die gelaufen? Sehr gut, alles gut. Na, ich habe mir eh gedacht, ich habe im Rückspiegel gesehen, dass du dich fadisiert hast, stellenweise. Kein Problem. Schon geil, wenn du so knapp neben die Steinmauern entlang und so ziehst. Ja, ich liebe solche Straßen. Ich meine, klar, um einen Schotterschad, den hat es damals, wo ich im Sommer war, nicht gegeben. Und vor allem der Asphalt hat ja genau so eine Farbe, dass du den Schotter nicht siehst. Ja. Ne? Urgefährlich in Wahrheit. Jetzt haben die Huskies auch noch italienischen Asphalt unter die Räder bekommen. Das heißt, mein Ziel ist erfüllt. Von mir aus könnte der Tag jetzt auch wieder vorbei sein eigentlich. Jetzt waren wir in Italien, beziehungsweise sind in Italien. Was anderes ist nicht wirklich. Da kennst du gar nichts auf dem Handy. Naja, wir müssen da ins Tal rein und dann rechts, glaube ich. Ach so, wieder rechts runter, ne? Ja, wenn wir da runterfahren und dann irgendwann einmal wieder rechts runter. Wir hören, dass du den abbasert, das ist fix. Okay, und dann? Ist das sicher? Einmal zu den abbasert. Ich filme dich dann wieder, wenn wir ja, falsch wir müssen die S52 dann rüberfahren. Ja, jetzt stünden eigentlich, beziehungsweise stehen eigentlich noch weitere italienische Kurven am Programm. Nur das Bittere ist, dass die kleinen Straßen, die ich normalerweise so gerne in Italien fahre, die sind noch voll mit Schotter. Also, und das Orge ist, ihr seht eh, auf dem Asphalt mit der hellen Farbe sieht man den Schotter nicht mal wirklich anständig. Also, nicht wundern, warum der Thomas da vorne so rumeiert. Das hat einen sehr, sehr guten Grund. Also jetzt wird es richtig heftig sogar. Jetzt sind wir mal kurz auf dunklem Asphalt und da sieht man erst einmal, wie viel Schotter da eigentlich liegt. Auf der Kamera werdet ihr es wahrscheinlich nicht sehen. Ja, so langsam bin ich noch nie in Italien unterwegs gewesen. Ja. Thomas deutet es gerade an. Ein dickes Thumbs up. Gott sei Dank habe ich mich nicht dafür entschieden, hier zu fahren, ausnahmsweise. Ich hab gesagt, ich kenne nur die Bundesstraße. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn ich die schon kenne, fahren wir den anderen Weg. Ja. Im Nachhinein ein Fehler. Prinzipiell ist es ja nicht weiter schlimm, wenn man da ein bisschen langsamer machen muss. Aber wir verlieren so natürlich sehr viel Zeit, weil wir heute immer noch einiges vorhaben. Und es ist jetzt dann schon... Ja, keine Ahnung, wie spät es ist, aber sicher 3:30, 4 wird es schon sein. Und da verlieren wir, na, das ist wirklich... Also mein Vorderreifen schwimmt, stellenweise. Ja, und weil wir so viel vorhaben, ist das natürlich blöd, wenn man da jetzt so viel Zeit verliert, aber... Das gehört dazu, wenn man unvorbereitet in den Tag startet, und es ist auch gut so. Weil das geht ja sowohl ins Negative, aber oft auch ins Positive. Oh,
So, die letzten Meter in Italien. Die schönsten Straßen waren leider geschottert. Aber es hat mich trotzdem sehr gefreut. Nicht wahr, Steven? Ballern! Sein Wortschatz ist ein bisschen beschränkt heute. Aber es macht nichts. So, ab nach Österreich! Na? Sollen wir die Hände wieder ein bisschen nach oben geben einmal? So ganz nebenbei hat man schon gemerkt, dass der Steven einen Hunger hat, oder? Wie der das Feld anzogen hat, den Blöckenpass runter. Auf einmal aber ein Drittel schneller als sonst. Gnadenlos, Chef. Ich will nicht, dass du das glaubst. Wir diskutieren nämlich gerade, ob es zu regnen anfängt oder nicht. Irgendwie schaut schon danach aus. Wir sind gerade dem Regen entflohen, nur um jetzt im Regen stehen zu bleiben. Thomas Z. ist ebenso skeptisch wie ich. Ich habe mich leider Gottes von einer. Ich habe mich leider von der Kellnerin über. Es fängt wirklich zum Regen an. Ich scheiß mich an. Zahlst du mal mehr Sachen mit, danke. Normalerweise mache ich sowas nicht, aber das tut mir leid. Jetzt muss ich mir selber was überlegen. Da haue ich mich noch nach. So, also. Thomas Z hat uns gerade verlassen. Wir werden jetzt trotz dieser Front, wir sagen, es ist nicht so schlimm, wollen wir jetzt unbedingt was essen, das werden wir jetzt auch einfach tun. Jetzt gibt es noch einen Faktor, der das Ganze noch ein wenig spannender macht. Thomas Z. hat sich ja vorhin abgesetzt aus Angst vor dem nahenden Regen und Thomas Z. hatte schon noch den Plan, über den Großglockner zu fahren und Thomas Z. hat auch gesagt, Autobahn vor Rekane. Also sind wir gerade am Rätseln, ob er über den Glockner fährt, weil er hat die Webcam-Bilder mit den Temperatureinblendungen nicht gesehen. Wir werden ihm jetzt mal eine Nachricht schreiben und ihm Bescheid geben, dass wir nicht über den Glockner fahren und nicht, dass er beim Fuschateur auf uns wartet oder so. Ne? Schauen wir mal, wo wir ihn dann aufkamen. Angeist. Mordstelle. Die ist dann noch X in dem Film kurz Mount Everest. In Kürze, wir müssen jetzt. Da wo ist das Mikrofon? Das Mikrofon ist irgendwo. Naja, wird schon aufzeichnen. Gut. Wir bleiben jetzt noch einmal zum Tanken stehen und dann starten wir den unfreiwilligen Autobahntest mit den Witbillens. Wobei, ein paar Kilometer Autobahn bin ich ja schon gefahren und ich weiß, dass die Stütze des Luftpols das mich hoffentlich retten wird, aber ob sie das auf 90 Kilometern dann tut, ist die Frage. Noch lacht der Stefan, aber nicht mehr lange. Immer der Letzte bin ich.
jetzt gerade fängt es ein bisschen stärker zum Regnen an. Ich habe kein Regengewand dabei. Also die letzten, ich will es gar nicht sagen, wie viele Kilometer das noch sind, die könnten interessant werden. Jetzt brauchen wir aber erstmal einen Tankstopp. Ich bin schon seit einiger Zeit auf Low Fuel Level. Aber Spital ist nicht mehr, Spital an der Drau, nicht das Krankenhaus, ist nicht mehr weit entfernt. Und da melde ich mich dann noch einmal, bevor es auf die Autobahn geht. Ich laufe ja gern vor Verantwortung davon, aber vom Regen laufe ich nicht gern davon. Und genau das müssen wir jetzt tun, beziehungsweise gelingt uns das eh nicht ganz. Das war jetzt der Tankstopp. Und ich habe glücklicherweise das hier geschenkt bekommen, nicht weil man auf der Autobahn so fad wird, sondern wir werden es eh gleich sehen. Steven, da ist die Kamera, bitte zeig wie schön du bist. Schön und feig mit seinem scheiß Regenkorb. Ja, Alter, das geht nicht, das ist ein Arsch, du kannst scheißen. Hast du es gratis gekriegt? Ja, weil sie hat gesagt, sie haut sonst den Weg. Gibst du es jetzt wenigstens? Ja. Sehr gut. Na Alter, warum geben wir die dicke Zeitung links ein? Rechts habe ich noch eine Niere. Jetzt muss man drauf, gell? Ah, scheiße, boom, ja, vergessen, hoffentlich haben sie überhaupt da nicht. Warte kurz. Alter, und die Glocken schaut auch nicht so besonders aus, wenn man den Rückschlag haben will. Alter, jetzt mal den D-Filter runtergefällt. Ist er kaputt? Das war jetzt der Wind. Kollateralschäden muss man in Kauf nehmen. Stefan, schau, ich hab gerade der Wind die GoPro umgehauen. Jetzt habe ich auch einen kaputten Filter. Heute ist echt nicht so ganz unser Tag. Na, was hast du ihm gehört? Ich hab's in Stopcase gegeben. Ja. Gut, wünschst mir viel Spaß auf der Autobahn. Dir nicht mit dem Tiger und Regengewand. Du unnötige Erscheinung, du. Da steht ja Rain-Equipment drauf. Org. Das Mikrofon muss ich jetzt leider auch abbauen, wegen drohender Regengefahr. Also wir sehen uns. Wir sehen uns am Ziel, meine Freunde. Das wird ein Spaß. So, den wir wieder ausschrecken. Ja. Ja, auskennen tun wir uns gut, aber Angst haben wir vor dem da. Ja, dann müsst ihr Spital übernachten. Nein, wir schlafen halt im Badhause. Wieso? Bei uns fällt ja nichts, ich sehe es so schön. Nein, das hat ja niemand gesagt. Aber wir haben eine Wohnung, die wir beziehen müssen. Boah, nur das zu. Dann wünsche ich euch viel Glück, dass ihr das trocken ankommt. Danke, das werden wir brauchen. Wir werden es brauchen, ja. Tschüss. Ciao. Sei froh, dass du bis ich bei. Dreh mal dein Mural ab! Sei froh, dass du kein Zeitungspapier-Intus hast. Weil aus Mitleid mit dir tausche ich jetzt nicht Motorrad. Was? Aus Mitleid mit dir lasse ich dir die 701. Ja. Wir können aber gerne tauschen, wie ist das wurscht. Ja, vielleicht, wenn wir noch eine Ampel haben, vielleicht. Ja, wenn es dich freut, dann. Ja, nein, es ist eh wurscht in Wahrheit. Ja, aber mach mal oben!
Erst beim Motorrad wird sich ein Kurvenlicht, Krampf! Wird sich ein Kurvenlicht echt auszahlen. Was? Ein Kurvenlicht wird sich auszahlen am Motorrad. In Schräglage siehst du gar nichts. Gar nichts. Erst, ich hab dann irgendwann. Jetzt machen wir Pause, oder wie? Ja. Nach dem Pass gescheit nichts mehr gesehen. Ich hab entweder, es war alles finster bei mir, oder die Augen haben so zum Tränen angefangen, dass ich auch nichts mehr gesehen habe. Das Visier ist halt der Wahnsinn. Ja, bei mir ist immer nur Blindflug bei Gegenverkehr, weil das Visier so zerkratzt ist. So. Was ist, Stefan, nicht so schüchtern? Ein bisschen kalt ist jetzt geworden. Ein bisschen finster. Aber ich habe ehrlich gesagt außer am rechten Handballen keine Schmerzen. Und das ist nur rechts. Also der Fick Witbillen ist tauglich. Wird als tauglich eingestuft, würde ich sagen. Nach den ersten wie viel Kilometer? Wie viele Kilometer sind wir heute gefahren? Gute 600 sind es jetzt schon. Gute 600! Also 620. 620, alles klar. Ja, wir sind jetzt kurz vor unserem finalen Stopp, unserem Quartier in Bad Aussee. Jetzt werden wir uns noch ein Plätzchen bei der Tankstelle kaufen, weil ja sonst kriegen wir eh nichts mehr zum Essen. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Witbillen eindeutig den Test bestanden. Wir auch. Der Stefan hat ganz rote Augen, weil er ein dunkles Visier hat. Jetzt muss er die ganze Zeit mit offenem Visier fahren. Das war eben nur Fitz da drin. Ich habe genau einmal das Visier aufgemacht. Komm her da ins Licht, sonst sehen wir dich nicht. Ich habe hier mit Waffen gekriegt, dass du nicht so gesehen hast. So, die beiden Stefans. Ballern. So, wir. Thomas Z. ganz vergessen, wir telefonieren gerade mit Thomas Z., dem verschollenen Sohn. Er scheint den Weg über den Glockner gewählt zu haben. Ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen mit ihm und auf seine Geschichten von 3 Grad, Schnee und Eis. Alter, ich fahr rauf von der Kärntner Seite. Respekt, Tommy! Fahr rauf von der Kärntner Seite. Respekt! Trockene Straße, urleibernd. Ja, war oben, ne? Fahr rüber nach Salzburg. Alter, es fängt zum Schiffen an. Hey, erst einmal, das gibt's ja. Also, es hat zum Glück nie so richtig voll gewaschelt, ja. Aber durch das da durch und durchs Leiber war dann nass, Alter. Ich glaube 1,5 Stunden lang. Und dann habe ich gekauft jetzt ein Packen Schinken, ein Packen Salami, 2 Packen. Backen Käse, Backpapier und Toastscheiben. Und 4 Bier wäre auch gehabt. Ja. Also verhungern werden wir eh, das sind Spaghetti auch noch da. Ja.